Einen dauerhaften Anstieg des allgemeinen Preisniveaus bezeichnet man als Inflation. Diese entsteht immer dann, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage über dem gesamtwirtschaftlichen Angebot liegt. Vereinfacht gesagt, kann man die Entwicklung des Preisniveaus dadurch beschreiben, indem man die Nachfrage durch das Angebot teilt. Die Nachfrage wird hauptsächlich durch die Löhne bzw. die Lohnkosten bestimmt. Das Angebot wird hauptsächlich durch die Arbeitsproduktivität bestimmt. Diesen Quotienten nennt man die Lohnstückkosten. Und da die Inflation immer die Veränderung des Preisniveaus ist, ist die Veränderung der Lohnstückkosten immer gleich der Inflation. Über lange Zeiträume betrachtet steigt die Arbeitsproduktivität normalerweise. Das bedeutet, die normale Ursache für Inflation ist eine Steigerung der Löhne, also eine Lohnpreisspirale. In diesem Fall spricht man von der nachfragegetriebenen Inflation. Es gibt aber auch den anderen Fall, nämlich, dass die Produktivität einbricht und die Löhne konstant bleiben. In diesem Fall spricht man von der angebotsgetriebenen Inflation oder auch Stagflation. Langfristig sind die Lohnstückkosten die allerwichtigste Erklärung für Inflation.